Lassen Sie mich kurz über Wandel sprechen und über die Rolle von Design. Innovationen, Umbrüche und neues Denken waren schon immer Treiber der Gesellschaft. In den letzten Jahren aber scheint der Wandel einer hochgradig vernetzten Welt, die nach dem Just-in-Time-Prinzip arbeitet, katastrophale Züge anzunehmen. Da tauchen viele Herausforderungen gleichzeitig auf. Dekolonialisierung, Diversität und Partizipation. Globalisierung, digitale Transformation und nachhaltige Kreislaufwirtschaft weisen scheinbar in völlig entgegengesetzte Richtungen, verstärken sich aber wechselseitig. Die Globalisierung der Lieferketten verträgt keine großen Störungen. Der Klimawandel befördert Pandemien und Corona wiederum profitiert von unserer Globalisierung. Solche Kaskaden verlangen Antworten, die womöglich genauso unkonventionell sind wie die Herausforderungen, die sie darstellen. Und schon sind wir mitten im Thema, mittendrin im Design, als Katalysator sozialer Leistung, als Mittel gegen Engstirnigkeit und als Treiber der Vielfalt. Design schafft Visionen des Anderen und ermöglicht Möglichkeitsräume. Denn auch Excel-Tabellen brauchen Fantasie oder sagen wir einfach Perspektiven. Was kann Design leisten, wenn es als soziale Leistung betrachtet wird? Tatsächlich zielt die Diskussion des Social Design ins Zentrum unseres heutigen Designverständnisses. Claudia Banz, seit 2017 Kuratorin für Design am Kunstgewerbemuseum Berlin und Expertin für dieses Thema, sieht das Soziale im Design eng gebunden an Zeiten des Umbruchs. Für sie ist Social Design eine Vision, die jeweilige Gesellschaft durch Gestaltung beeinflussen zu können. Das klingt zunächst banal. Auch das Auto hat die Gesellschaft verändert, wenn auch nicht immer zum Positiven. Das mobile Internet hat das gemacht und soziale Plattformen sowieso, als sie die Deutungs- und Meinungsmacht klassischer Medien brachen. Zugleich macht Banz aber klar, dass es dringlichere Fragen gibt, die wir lösen müssen. Verantwortung, Partizipation, Produktions- und Arbeitsbedingungen, gemeinschaftliches Leben und Genossenschaften sowie Schonung der Ressourcen und Gemeinwohlökonomie. Alles Fragen für Designerinnen und Designer. Wie sonst sollte der Wandel der Gesellschaft funktionieren, wenn nicht durch Gestaltung? Ist diese Ausweitung des Designbegriffs überhaupt sinnvoll, mögen Sie nun fragen. Tatsächlich öffnet sich hier eines jener Wicked Problems, die der Mathematiker Horst Rittel schon in den 60er Jahren in den Diskurs über Gestaltung eingebracht hat. Grob formuliert handelt es sich dabei um Probleme, die nicht eindeutig zu lösen sind, weil schon die Definition des Problems seine mögliche Lösung beinhaltet. Social Design ist sehr umfassend und nimmt eine größere Unschärfe in Kauf, leitet andererseits aber auch den Blick auf Wirkungszusammenhänge, die aus einer Perspektive allein nicht mehr gelöst werden können. Angesichts der Selbstspezialisierung und Ausdifferenzierung der Welt braucht es eine Disziplin, die sich als Querschnittswissenschaft versteht und Ansätze der, nehmen wir, Psychologie und Soziologie ebenso einbezieht wie Erkenntnisse der Materialforschung und daraus Bilder formt und Visionen. Eine solche Querschnittsdisziplin ist unerlässlich für unsere Gesellschaft. Design ist eben nicht nur schön oder funktional oder affirmativ, also als Bestätigung des Status quo, sondern eben auch immer ein Blick auf morgen. Ein Entwurf für eine bessere Welt. Das ist das Faszinierende an Design, das bewusst jenseits bestehender Lösungswege auftreten kann, da es improvisierend und spielerisch Grenzen in Frage stellt und das Denken so erst öffnet. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Designerin, eine halbe Architektin und habe auch ein bisschen Kunst studiert, um das mal kurz zu korrigieren, was du bei der Vorstellung gesagt hast. Und mein Thema heute ist Nachhaltigkeit, Transformation und Design. Und was ist das Transformation oder welche Bereiche müssen wir uns anschauen? Das hier sind die Transformationsfelder des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Design. Wer diesen Preis noch nicht kennt, den gibt es seit 2 Jahren. Er wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis ausgeschrieben und ich durfte gemeinsam mit der Stiftung diese Logik und diese Bewertungskriterien und diese Transformationsfelder definieren und leite das Assessment-Team. Schauen Sie sich das mal an. Hier können Sie einreichen Produkte, Systeme, Services, whatever, die es schaffen, die Gesellschaft in diesen Transformationsfeldern in Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren. Die Transformationsfelder sind
sind zum Beispiel Klima, klar Klimaschutz, sie sind auch Ressourcen, Ressourcen sparen, Ressourcen besser einsetzen, Ressourcen im Kreislauf führen. Es geht um die Biodiversität, wie schon gesagt, den Artenschutz. Es geht aber auch um die Gesellschaft. Das heißt, wie gehen wir miteinander um? Wie schaffen wir es, gesellschaftliche Kohäsion, also ein besseres Umgehen der Menschen miteinander zwischen den verschiedenen Ländern hinzubekommen? Es geht auch um Fairness, zum Beispiel in der Lieferkette. Das Lieferkettengesetz kommt. Wir müssen uns anschauen, wo produzieren wir, wie produzieren wir, wie sind die sozialen Bedingungen in den Lieferketten und so weiter. Also alles das ist das Arbeitsprogramm, auch für uns als Gestalterinnen. Aber zunächst nochmal zum Thema Strategien. Das hier ist mein Tool. Es ist eine Sustainability Design Matrix und Sie können das jetzt nicht alles lesen, aber es gibt im Grunde Anleitungen, was man im Lebenszyklus von Produkten oder auch bei Services an Nachhaltigkeitsstrategien anwenden kann. Aber hier mal kurz als Abkürzung, da geht es natürlich auch um die Biodiversität, also den Schutz der Natur. Es geht um Ressourceneffizienz, wie wir effizienter mit Ressourcen umgehen. Es geht um die Energie, wie wir nachwachsende Rohstoffe benutzen, nachwachsende Energieträger und die Energieeffizienz steigern. Es geht um eine Verbesserung der Funktion, dass wir also zum Beispiel bessere Produkte designen, langlebigere Produkte designen. Niemand will eine Waschmaschine kaufen eigentlich. Was wollen die Leute? Saubere Wäsche. Können wir saubere Wäsche designen, ohne Waschmaschinen, Wasser, Energie zu verbrauchen? Also rethinken, die Nutzung verbessern. Dann geht es natürlich auch um Circular Economy. Das ist das neue Schlagwort, Kreislaufwirtschaft, ganz wichtig. Und es geht aber auch um soziale und Gesundheitsaspekte. Und dann kümmern wir uns um den gesamten Lebenszyklus. Also wir schauen wirklich von der Entstehung des Produktes über den Gebrauch bis vielleicht ist Zweitgebrauch, Drittgebrauch bis zum Ende des Lebens. Was können wir da tun? Wie können wir die Produkte verbessern? Aber das Allerwichtigste ist uns das Rethink. Also wie können wir wirklich gravierend Dinge neu denken, neu erfinden, weggehen von den ausgetretenen Pfaden und vielleicht tatsächlich ein Kleidungsstück designen, das nicht schmutzig wird, anstatt eine Waschmaschine. Kaffee zu designen, der gut schmeckt, anstatt die super, hyper aufwendige, verchromte Kaffeemaschine und so weiter. Also wirklich dahinter hinterfragen, was wollen die Leute eigentlich und wie kann ich das auf die nachhaltigste Weise liefern. Dann geht es um ein Circular Design oder ein Lifecycle Design. Das heißt, wir versuchen immer, diese Kreisläufe zu schließen. Wir designen von Anfang an die Produkte so, dass sie wieder in den Gebrauch zurückgehen können nach der ersten Gebrauchsphase, dass sie in die Produktion zurückgehen können, also Remanufacturing, dass Komponenten und so weiter wieder eingebaut werden können. Dazu müssen die standardisiert und modularisiert werden. Dann brauchen wir aber auch natürlich ein Materialrecycling. Das heißt, wir müssen Materialien nutzen, die rezyklierbar sind auf eine möglichst effiziente Art und Weise. Und wir wollen versuchen, möglichst wenig aus der Natur zu nehmen und möglichst wenig Abfälle zu erzeugen. Dieses Circular Design muss aber nicht immer in einer Wertschöpfungskette passieren, sondern man kann natürlich die Kooperation zwischen den verschiedenen Ketten aufbauen. Also letztendlich brauchen wir ein kooperatives Systemdesign, wo diese Circularity von Komponenten, von Produkten, von Materialien innerhalb der Ketten funktioniert. Was wir dann auch wirklich brauchen, ist ein neues Denken, nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern Innovationen in den Systemen zu erzielen. Nutzen statt Produkt verkaufen. Das geht zum Beispiel über solche Product-Service-Systems. Wir haben Carsharing, das kennen wir schon. Wir kennen Teppich vermieten statt verkaufen von Interface. Es gibt Pay-per-Copy von Rank Xerox. Aber ein sehr, sehr gutes Beispiel ist auch von Philips, dass man Licht nicht mehr Leuchten verkauft, sondern Licht verkauft. Und sie rüsten zum Beispiel den Flughafen in Schiphol aus mit Beleuchtung. Aber der Flughafenbetreiber kauft diese Lampen nicht, sondern sie werden gemietet oder geleast. Und Philipp verkauft letztendlich Licht und nicht mehr das Produkt und kann natürlich so viel, viel effizienter mit diesen Produkten umgehen. Es macht viel mehr Sinn, die langlebig zu machen und so weiter. Und letztendlich können wir auch partizipativ designen, also ein Co-Design
anstreben, wo wir Designer nicht diejenigen sind, die sagen, wir geben euch die schönen Produkte, hier, das habe ich designt, jetzt musst du das schön finden, sondern wo wir gemeinsam mit den Usern sowas wie eine offene Innovation oder ein offenes Design machen. Dazu haben wir eine Plattform entwickelt, die nennt sich InnoNatives. Und auf dieser Plattform designen wir gemeinsam mit der Crowd, gemeinsam mit allen möglichen Stakeholdern erstmal die Challenges, die Probleme, dann die Ideen und die Lösungen und dann bewerten wir und versuchen, die besten Lösungen tatsächlich umzusetzen. Das hier ist ein Projekt, das wir in Favelas in Brasilien, in Curitiba, durchgeführt haben, gemeinsam mit der Universität in Paraná. Also wirklich Co-Design und letztendlich Social Innovation erzielen. Also, dass wir nicht immer denken, wir müssen Produkte designen, wir müssen neue Lösungen designen, sondern dass wir in Kooperation mit den Usern gemeinsam neue Systeme entwickeln, die es vielleicht sogar schaffen, Produkte wirklich zu eliminieren. Let's go back a little bit and talk about what I actually studied and worked to do in the first place, which was I have 10 years experience in brand image, creating a brand image, and I'm really good at making brands look really good, even if they're not, and that's something that marketers know and that people have figured out a couple of years ago. Brand image is not always brand impact. It's not always the reality. We can make brands look really good, but should we? Should we make some brands look good? And that is why a couple of years ago, I had to decide for myself to use that superpower, and I think we all have superpowers. Mine was making things look really, really good. To use that and make things look good that I believe in. Causes and brands that drive purpose. And we know from psychology research that what motivates people is intrinsic motivation. And one of the three main factors of intrinsic motivation is, apart from autonomy and mastery, purpose. So purpose drives people to believe in a purpose, to work for a purpose, and to literally buy into a purpose. And that's why brands are moving from brand image, making brands look good, to brand impact. And one of the things in brand impact that I find really interesting is that companies don't really think about going ahead of the marketing department, right? When I come from the marketing department, and one of the things as we do is communicate the value of the company, but we are not really in charge of creating the product or creating the actual value, we're just there to promote it. So one of the things in brand impact is the realization that it's the entire product to communication pipeline. It's not just what we see, and that's something that we figured out and consumers have figured out, well, at the latest point 2 years ago, is the colorful images that you see on posters don't reflect the faces in the room, or that amazing sustainability campaign actually was created in factories that are known for child labor or slave labor. So what goes on behind the scene, that is brand impact, but people just see the image. So when we talk about purpose, where does it stand in the brand structure? We have the overall vision, where is the brand headed to? We have the mission, is what do we have to do to get to that vision? We have the values, is how are we doing business to get to that vision? And the purpose, which has to do with why we actually do what we do. Why does a brand put out that product or wants to be known as that kind of reputation? But I don't want to only talk about why it's important. I want to give you steps that you can apply, whether you have a personal brand, whether you have a small business, or whether you're working for a large corporation. You can apply to actually bring brand impact into your business and brand. So the how. Number one, inclusive storytelling. One of the things that we see a lot in purpose brand campaigns is, we are the voice of the voiceless. Everyone has a voice. That's the start of it. Let's establish that. Everyone has a voice, but not everyone has the platform to make that voice heard. And this is where brands come in. This is where brands can offer their platforms, offer their reach, and offer their standing in their industry, as well as in the mind of the consumer,
to spotlight people creators, as well as activists and smaller brands to be inclusive. This is one brand that I had the pleasure to interview in my podcast, the Shared Diversity Podcast, and it's a Scandinavian rental-only couture brand. This was the feature in Vogue Scandinavia, and it's created by Louis Sin. She's Chinese-born, went to Scandinavia creating this sustainable couture brand. And one of the things that she did when we talk about inclusive storytelling is she understood that she has a point of view as a business owner and a brand owner, and she wants to bring that to the world. Specifically about creating fashion that doesn't harm the environment or people. However, another thing that she did was instead of bringing a bunch of models in her clothes and speaking about what she cares about, she used that platform to amplify what they cared about. So she used models that had a sense of purpose and gave her platform for them to talk about what matters to them. And this is a photo of her SS21 runway show featured in Vogue, looking at the different pieces and the different statements those models were sharing with her that they wanted a bigger audience for. And it was actually the first time that a major fashion magazine created a platform for social justice issues. This, I have to say, is one of the most important. 2 weeks ago, I was at the TikTok launch in Germany, in Berlin, and I met a lot of TikTokers that have 5 to 7 million followers on TikTok. And I'm sure you heard about the platform. It looks kind of like this. And one of the things that I knew before, but what got really into reality there was, we have a social movement towards not only influencers, but culture creators. And that is the big difference between the Gen Y generation and the Gen Z generation. We have Instagram influencers. And here's the difference between influencers and creators, just a quick overview. Influencers have a large following on social media, and they get sponsored by brands to talk about how amazing their brands are. So they influence their followers to buy those brands. Creators, they're not dependent on brands to sponsor them. Creators create culture, they create an idea. They create community around a shared mindset, or in other words, purpose. And this is what we see on platforms like TikTok, where we can see creators talk about, this is what you should look out for if you want to see if a brand is sustainable or not. This is what you need to know about this and that brand. Or even movements towards creating a circular society themselves, thrifting clothes, mending your clothes instead of throwing them away, as well as connecting social justice and communities that are often underrepresented, communities of color, indigenous communities, to the movement. So I'm giving the example of sustainable fashion because it kind of runs as a red thread through the entire presentation. But this is one of the movements that is going on, apart from a lot of others. So one of the things that brands have to realize is really going away from, I'm going to sponsor this influencer, to I'm going to partner with this creator. Because that creator has credibility. A lot of times brands have the problem that they want to stand for something. We want to create a solution for the Black community. But you have no credibility in that community. How come? Like, you're going to say something, but you are not sure that the community is actually going to receive it. It's not just about ticking boxes. It's about making sure that when you come to the community, it is not exploitative. We want to sell to you. We want to tap into your market. But it's actually a service offering. We offer you solutions to the problems you're often experiencing. And that's why you need to partner with creators who have credibility in their communities. So we are living today in the new normal, where we are faced with this new situation where we are in a war, in a post-pandemic time, and in multiple crises. So we have an economic strain, environmental upheaval with climate change, which is very pressing, public health crisis, refugee crisis, and so on.
And I think it's, of course, very hard for people to cope with this new global agenda. But at the same time, we should see it as an historical opportunity to leave back the status quo and look at the future and the need to redesign our economy and society, looking forward for a new society that's greener, that's more democratic, and fully digital. In this situation, it is not enough if we think about digitalization and what it means, this new wave of mass computation, artificial intelligence, quantum computing, big data everywhere. It is not enough to accelerate digitalization. So during the pandemic, we saw how digitalization has shaped and transformed people's life from distant work, digital education, food delivery, digital healthcare with the contact tracing application we're still actually using in some countries in Europe. But the big question is digitalization accelerating the problems and the challenges that we face today? Or is it there to lay the foundation for a new type of society that's better, that's more just? And so we don't only need to accelerate digitization to make it faster, but we need to give it a direction. And I think that direction is Europe's Green Deal, which also means making sure that digital can lead us to sustainability, both social and environmental sustainability. So a lot of my work, for example, in the area of smart cities, has been about moving away from technological solutionism. So this kind of mindset that if we want to solve complex problems, so climate change, affordable housing, healthcare, sustainable mobility, the ecological transition, having more green spaces, reduce carbon emission, usually the technologists come in the room and tell you, well, you just need an app, so just click here. Technology is gonna make it easy. So we know that's not about technology. So instead of having a technology first, top-down approach, we need to go people first. So we need to start from their daily life, from their needs, and engaging people in the transformation. And of course, we have to ask, smart for whom? For example, when we talk about the smart cities, and the cities for whom? Whom are we designing for? And in my work in Barcelona, I've been leading a large-scale participatory democracy experiment, one of the largest in the world. And because we wanted to really involve people, so we started to implement a form of collective intelligence for democracy, a hybrid project process online and offline. I spent like 1 year when I was appointed to be the CTO of the city to go around neighborhood by neighborhood and involving architects, involving neighbors as well, businesses, local businesses to co-design the transformation. And 400,000 citizens took place, participated in shaping the city agenda. 70% of the proposal that became the policy, the action plan of the city of Barcelona were proposed directly from citizens and via also a digital platform is called Decidim Barcelona. Now this platform is used by the European Commission for the Conference on the Future of Europe. You have thousands, hundreds of thousands of citizens from all around Europe which are using this platform to say what kind of Europe they want in the future. It's our alternative to Facebook. It's actually open source. It is interoperable. It's ethical. The data belongs to you and not to the companies. So I think it's a great example of how we can scale technologies for the public interest. And this is a paper that I wrote. I also teach in London at the UCL Institute for Innovation and Public Purpose. And this was the kind of Barcelona case was studied all around the world because we introduced a new deal on data. So we were saying, okay, really, we need to govern this data all the time. When you hear smart or something is smart, it means it produces a lot of data. And you can do a lot of things with that data, of course, as you know, predictive modeling, machine learning, creating new applications, taking better decisions, which is what we care. But all this data today ends up in the hands of a very few companies. And the economists call this model data extractivism, which is what my friend Shoshana Zuboff, she's the professor at Harvard Business School, she called it surveillance capitalism. And she's saying, well, under surveillance capitalism, which is the main business model of the digital economy, which is based around the monetization and manipulation of personal information and data, you are not the cost
customer or even the product. You are the raw material, which is continuously mined and extracted. And so what can we do to move away from surveillance capitalism and have a business model that's more sustainable and then give us back control and our fundamental rights to data? So this is a project I founded, which is called Decode, and this is a large-scale experimentation. I mean, now today we're all familiar, of course, with blockchain and distributed ledger technologies. When we started developing this in 2013, not many people were using this, not even the cryptocurrencies at that point. But we put forward a decentralized privacy-enhancing infrastructure that gave back control of data to the citizens. So we were saying, in the future, it's not going to be Google or Facebook controlling our data, but it's also not going to be the government, because people are going to be afraid of Big Brother. It's going to be citizens regaining more control and deciding what data they want to keep private with strong cryptography, what data they want to share, with whom they want to share with data, and on what terms. So a real kind of democratic pact on data. And then if you look at what you can do once data is kept and controlled by citizens in a city, well, great things, because you have a real meta facility, a new forms of infrastructure, and if you share the data, also public to private, private to public, back to the citizens with citizen control, you can, for example, you know, try to make our cities cleaner and greener and try to, you know, use them for the public good. So use them to improve the space we live in and to improve the services, of course, that we deliver. Ich bin mit Design aufgewachsen als Verbraucher, dieses grauenhafte deutsche Wort Verbraucher, das darauf hinweist, dass wir deshalb auf der Welt sind, weil wir etwas zu verbrauchen haben. Nicht, dass wir eine Beziehung herstellen sollten zu den Gegenständen, die produziert werden, die massenhaft hergestellt werden, sondern dass wir etwas verbrauchen, dass wir diese Dinge verbrauchen, um Neues zu verbrauchen. Das ist eine Ökonomie, die 250 Jahre lang einerseits für viel Wohlstand gesorgt hat. Immerhin sind die Westeuropäer im Jahr 1999 genau 50 Mal reicher gewesen, jeder Einzelne, als im Jahr 1800. Umgekehrt aber natürlich auch für eine ganze Menge Probleme sorgt, die wir heute ausführlich gehört haben und die, und das ist das große Problem, nicht enden werden, sondern sich in einer Art Superindustrialismus, wie der Zukunftsforscher Alvin Toffler schon 1970 gesagt hat, fortsetzen. Das ist, glaube ich, das große Problem unserer Zeit, dass wir bei allem Reden über Transformation und Veränderung von der Industrie zur Wissensgesellschaft, das ist nämlich dieser Zustand, in den wir eigentlich reingehen, immer noch so denken wie in der Fabrikszeit. Das können wir an einfachen Sätzen feststellen, zum Beispiel dem Satz zurück in die Normalität. Nach Corona gehen wir alle zurück in die Normalität. Wir tun also so, als ob das, was wir vorher getan haben, normal wäre. Wir tun so, als ob das, was wir immer getan haben, etwas ist, was selbstverständlich ist, was keine Veränderung braucht, was auch keine Unterschiede braucht und keine persönliche Intervention und keine Zugänge zu einer Welt und ihren Gegenständen, ihren Dienstleistungen, ihren Services, wie man das heute sagt, die uns gerecht werden als Person. Normalität ist eine ungeheure Gefahr, gerade wenn wir sie vor dem Hintergrund der Industriegesellschaft denken. Normalität ist das, was wir im Grunde genommen völlig unbewusst tun, weil wir es eben für normal halten. Und diese Normalität sagt uns seit 200, fast 250 Jahren in der Kultur, seit die industrielle Revolution langsam, erst langsam und dann gewaltig in die Köpfe gekommen ist, dass alles, was wir tun, sich nicht an uns misst als Person und nicht am Selbst, sondern an der Gruppe, an der Masse und am Kollektiv. Und da gibt es positivere Wendungen dazu, wie das Team beispielsweise, oder es gibt negativere wie Masse. Nicht? Also wenn man sagt, ich bin Teil der Masse, das findet man heute nicht so toll, aber wenn man sagt, ich bin Teil des Teams, ist alles völlig okay. Wenn wir Unterschiede machen wollen, wenn wir versuchen wollen, tatsächlich anzugehen gegen diese Konformität des Denkens, gegen dieses nicht innovative Mitlaufen, gegen das Wiederholen von Phrasen, gegen das immer gleiche Hamsterrad auch des Denkens und Tuns, dann müssen wir etwas aushalten können. Und das ist die eigentliche Botschaft, die ich Ihnen mitgebracht habe heute. Ich glaube, wir müssen am Design des Aushaltens arbeiten und auch des Widerständigens.
Und zwar des Widerstands, der nicht einfach ein kollektiver Widerstand ist, so wie man früher, also eine identitäre Gruppe, die sich gegenseitig bestätigt und dann gibt es eine andere identitäre Gruppe, die genau das Gegenteil sagt. Das ist es nicht, sondern es ist tatsächlich selbst zu denken beginnen, konstruktiv selbst zu denken beginnen, nicht wie diese Querdenker sozusagen, die glauben, selbst denken zu können, aber tatsächlich nur mitlaufen. Das ist eine schwere Übung. Aber in dieser Übung liegt auch etwas, was diese neue Welt kennzeichnet. Wenn wir gegen die neuen Monopole in Technik und auch in Staat widerstehen wollen, müssen wir die Werte kennen, die wir angeblich verteidigen. Mein Freund Friedrich Bergmann, der im letzten Jahr gestorben ist, war der Vater von New Work. Und New Work ist ein vielfach mit Phrasen und Unfug belasteter Begriff geworden. Ja, New Work ist mittlerweile alles, so wie Agilität oder Purpose. Ja, das wenigste davon macht Sinn, das wenigste davon ist beweglich und das wenigste davon ist neu. Aber die eigentliche Frage, die hinter New Work steht, diese große Frage, die Friedrich Bergmann immer gestellt hat, das ist die Frage, die wir brauchen, um Zugänge zu schaffen in eine neue Gesellschaft und eine neue Welt. Es ist die Frage an jede und jeden Einzelnen gerichtet, wenn du etwas Neues machst, überleg dir zunächst, was du wirklich, wirklich willst. Das klingt sehr nett, aber vor dieser Frage brechen die meisten so zusammen wie vom Selbstbild, wenn man sich sozusagen jetzt hinstellt und sagt, ich übernehme Verantwortung in dieser Gesellschaft und ich übernehme Verantwortung in dieser Vielfaltsgesellschaft. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wir müssen rauskriegen, was wir wirklich, wirklich wollen für unser Leben und wir müssen gleichsam diese Grundwerte verteidigen, die darin bestehen, anderen den Raum zu geben und sie auszuhalten. Das ist in der Praxis überhaupt nicht einfach. Aber wenn Sie das nicht schaffen, reden Sie nicht über Diversity. Und wenn Sie das nicht schaffen, reden Sie nicht über Vielfalt. Und wenn Sie das nicht schaffen, reden Sie auch nicht über Transformation. Denn all das ist die Grundlage von Transformation, Diversity, Gerechtigkeit und Vielfalt. Dass wir uns die Zeit nehmen und die Mühe machen, einen Unterschied zu machen zwischen einzelnen Menschen. Wenn wir das nicht tun, haben wir verloren. So einfach ist es. Und es haben die gewonnen, die sagen, es muss genügen, dass ich dir eine Meinung vorgebe und du machst die brav nach. Egal, wie das dann aussieht, das kann ja sehr elegant sein, das kann ja sehr modern aussehen, sehr digital, wie wir gerade gehört haben, im Staatsmonopolkapitalismus im Neuen, den so viele predigen und den so viele leben. Und der letztlich aber dazu führt, dass die Menschen unfreier werden. Wer echte Diversity will, muss Zugänge schaffen, die Menschen erlauben, ihren Unterschied leben zu können. Damit bin ich fast schon am Ende, weil ich jetzt ganz gerne noch sagen möchte, was für mich Kreativität ist. Kreativität ist für mich keine akademische Disziplin. Kreativität ist auch nicht Designern eigen. Kreativität ist auch nicht Dichtern eigen oder Journalisten oder Buchschreibern eigen. Kreativität ist die Fähigkeit, Probleme anderer Leute ernst zu nehmen und zu lösen. Das ist Kreativität. Alles andere ist nicht Kreativität. Und damit sind wir sozusagen wieder beim Design. Die Zukunft des Designs ist für mich so ausgemacht wie die Zukunft des Lesens, Schreiben und Rechnens. Es ist eine Grundtugend in der Wissensgesellschaft. Was uns heute fehlt, ist eigentlich das Wissen darum, wie diese Welt funktioniert. Und dieses Wissen fehlt uns deshalb, weil wir diese Zugänge nicht zur Verfügung gestellt bekommen, was so viel heißt wie, wir schaffen sie uns nicht selbst. Und Ihr Job ist schlicht und ergreifend, dass Sie diese Zugänge deutlich machen, dass Sie die Barrierefreiheit der Welt und ihrer Gegenstände, ihrer Ideen, ihrer Vorstellungen schaffen. Unentwegt. Und wie macht man sowas? Indem man die Welt nicht nur versteht, sondern auch erklären kann, hat der Philosoph Konrad Paul Liessmann gesagt. Wissen ist, die Welt nicht nur zu verstehen, sondern auch erklären zu können, Zugänge zu schaffen. Das heißt, alles, was Sie tun, soll einem Zweck dienen. Aber nicht diesem engen Zweck des Industrialismus, Dinge einfach zu verkaufen, sondern dem Zweck, Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Ganz positiv, ganz offen. Und ich glaube, wenn das dahinter steckt, hinter dem, wie Gestaltung funktioniert, dann funktioniert Gestaltung im 21. Jahrhundert auch. Ansonsten bleibt sie der verlängerte Arm der Produktion. Aber dafür ist sie zu schade. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Danke. Thank you.